Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Eggewestheim. Es freut mich, dass Sie Interesse an unserer Gemeinde haben und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen unsere Kommune und seine Einrichtungen etwas näher zu bringen. Eggewestheim mit seinem Teiler Pfahlhof ist eine liebevolle Weinbaugemeinde, die nah an den Zentren Heilbronn, Ludwigsburg und Stuttgart liegt. Die beiden Autobahnanschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim sind in wenigen Minuten zu erreichen und zum Bahnhof in Kirchheim ist es auch nicht weit. Unsere kleine, aber feine Gemeinde ist umringt von Weinbergen. Ein besonderer Reiz haben die Weinlagen am Neckar oder an unserem Schlossberg zu Schloss Liebenstein. Und da bin ich auch schon bei unserem Wahrzeichen Eggewestheims. Schloss Liebenstein ist eine Anlage, gewachsen in mehreren Jahrhunderten mit der Blütezeit in der Renaissance. Mächtige Gebäude und eine wunderschöne Kapelle zeugen noch vom damaligen Reichtum der Liebensteiner. Schauen Sie mal vorbei. Auch auf unserer Homepage gibt es noch weitere tolle Informationen zum Schloss. Eggewestheim hat sich in den letzten Jahren zwischen den wirtschaftsstarken Regionen Heilbronn und Stuttgart sehr gut entwickelt. Die Einwohnerzahl hat deutlich zugelegt und wird durch die geplante Entwicklung von weiteren Baugebieten noch steigen. Auch unser Ortskern hat in der letzten Zeit einiges an Veränderungen erfahren und seine Attraktivität soll weiter zunehmen. Mit einem umfangreichen Angebot an Gaststätten und Weinbaubetrieben kommt auch Ihr leibliches Wohl nicht zu kurz. Eggewestheim bietet für seine Größe relativ viel an Infrastruktur und kulturellem Angebot. Gut ausgestattete Kinderbetreuungseinrichtungen, Spielplätze, unsere Medienwelt, unsere Grundschule, aber auch unsere Veranstaltungsgebäude mit dem Highlight unsere Reblandhalle, die das ganze Jahr über kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde und der Vereine beheimatet. Ebenso sind wir im Angebot des täglichen Bedarfs und der Gesundheitsversorgung gut aufgestellt. Über die Gemeinde- und Landkreisgrenze hinweg ist Eggewestheim natürlich durch das Kernkraftwerk im Steinbruch bekannt. In den vergangenen Jahrzehnten hatte das Kraftwerk einen großen Anteil an der Stromversorgung in Baden-Württemberg. Und auch die Gemeinde hat gut mit dem Kraftwerk und seinen vielen Arbeitsplätzen gelebt. Und hier liegt natürlich auch die Herausforderung der Gemeinde, mit dem Ende und Abbau des Kraftwerks in eine gute Zukunft zu gehen. Aber Eggewestheim ist natürlich nicht nur Kernenergie. Wir haben nicht nur bei den Gewerbebetrieben viel mehr zu bieten. Das werden Sie bei einem Besuch sicherlich erleben. Neben all der Beschreibung unseres Ortes sind natürlich die Menschen das Wichtigste, was wir hier zu bieten haben. Die Eggewestheimer halten zusammen, sind herzlich und werden Sie mit offenen Armen empfangen. Jetzt fehlen nur noch Sie, um sich davon zu überzeugen. Ich freue mich deshalb auf Ihren Besuch und sage bis bald, Ihr Jochen Winkler.